Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Nachrichtenfolge. Und diese Woche ist ein bisschen unübliches Setting, weil ich nicht daheim bin, aber ziehen wir trotzdem durch. Und wir haben die Woche ziemlich viel zu besprechen, deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Beginnen wollen wir wie immer mit der Innenpolitik und da schauen wir als allererstes auf den Bildungsnotstand in Deutschland. Denn die Gewerkschaft für Bildung und Wissenschaft hat festgestellt, dass in Deutschland tatsächlich tausende Lehrer fehlen. Allein in Berlin fehlen zum Beispiel 1250 ausgebildete Pädagogen. Und das wird oft ersetzt durch Personen, die einen Crashkurs bekommen, aber eben keine vollständige Lehrerausbildung, kein vollständiges Lehrerstudium und damit pädagogisches Studium abgeschlossen haben. Was in Deutschland derzeit ein riesiges Problem ist, wo viel zu wenig Geld immer noch mit für reingesteckt wird. Und insgesamt, wenn man das betrachtet mit auch der Renovierung, den Schulen, den Räumen etc., fehlen in etwa 55 Milliarden Euro allein ja für die Renovierung zum Beispiel, für die Bereitstellung von Räumen für Schulen. Und da wird ein großer Teil eben derzeit auf die Kommunen abgeschoben, wo die eben sehr viel zahlen müssten, das Geld aber nicht haben, weil eben der Staat hier, der Bund, viele Steuern einstreicht und nicht die Kommunen und vieles von diesen Bildungsausgaben hier auf die Kommunen abschiebt. Und das ist derzeit ein großes Problem, worauf diese Gewerkschaft hier auch nochmal hinweisen wollte, dass wir eben immer weiter in so einen Bildungsnotstand reinrutschen. So, außenpolitisch haben wir diese Woche wirklich viel zu besprechen, deswegen seht es mir nach, wenn das Ganze ein bisschen schnell geht. Aber ansonsten wird das Ganze einfach zu lang. Deswegen, wir schauen auf den Kongo und dort gab es nämlich mal wieder dieses Jahr ein paar Ebola-Ausbrüche, die sind unter Kontrolle gekommen. Aber das scheint doch wieder zu kommen und deswegen werden jetzt tausende Impfstoffe hier verteilt. Impfstoffe, die hergestellt wurden, nachdem 2015 eben zehntausende Menschen in Afrika an Ebola gestorben sind, eben dem Ebola-Fieber, einer sehr, sehr schwerwiegenden Krankheit, wo damals die WHO schwerwiegende Fehler eingeräumt hat. Und das sieht man, das hat jetzt Wirkung gezeigt, denn es gibt mittlerweile Impfstoffe und diese Kampagnen, die werden sehr früh gestartet. Derzeit gibt es nur 43 Fälle, 16 Tode und ab dem Moment wird ja sofort interagiert mit den Leuten und da werden sofort Impfstoffe hingeschickt und das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ebola ist hier ein Gegner geworden, der ja langsam doch irgendwie auch beherrschbar scheint. Wir wagen nochmal einen kleinen Blick nach Israel und nach Palästina, wo es in der letzten Woche doch wieder jede Menge Kämpfe gegeben hat von militanten Palästinensern, die eben Raketen nach Israel geschossen haben. Israel, die wiederum ja mit ihren Flugzeugen dann den Gazastreifen bombardiert haben und jetzt eine Art neuen Waffenstillstand ausgehandelt haben. Insgesamt kann man das jetzt nicht als gut oder schlecht betrachten. Es gab mal wieder eine gewisse Eskalation hier im Nahen Osten. Es gab wieder Kämpfe. Man nähert sich aber auch wieder über einen Waffenstillstand an. Also eigentlich ist der Status quo erhalten. Wir müssen schauen, in welche Richtung sich das da eben weiterentwickelt. Aber die Lage ist und bleibt in der Situation hier zwischen Israel und dem Gazastreifen alleine leider immer noch angespannt. Wenn wir einen kurzen Blick auf Rumänien wagen, dann sehen wir ja ein Land, über das ich schon einige Male berichtet habe, weil es große Proteste gibt gegen neue Gesetze. Denn es gibt dort einige Politiker, die eventuell in Korruptions- oder unter Korruptionsverdacht stehen, sagen wir es so, und jetzt Gesetze durchbringen wollen, die es schwerer macht, ja Abgeordnete und Minister etc. ja der Korruption eben hier zu verdächtigen und die vor Gericht zu bringen. Solche Gesetze sind an sich nicht schlecht, weil dadurch verhindert wird, dass Personen von politischen Gegnern ausgeschaltet werden, in denen ihm irgendwas vorgeworfen wird und das dann verfolgt werden kann. Aber in dieser Hinsicht hier scheint das Ganze doch tatsächlich problematisch zu sein, weil ebenso verhindert werden soll, dass gegen Regierungsmitglieder hier vorgegangen wird, was eventuell hier doch sinnvoll wäre. Und dagegen sind Hunderttausende jetzt in der Hauptstadt auf die Straßen gegangen, was für rumänische Verhältnisse sehr, sehr viele Personen sind. Also hier gibt es tatsächlich einen Kampf für die Demokratie, wo gesagt wird, das ist nicht die Demokratie, die wir vertreten, wir möchten eine andere Demokratie. Und das eskaliert immer weiter, es sind immer mehr Menschen, die dagegen protestieren und da müssen wir sehen, ob dann in Rumänien tatsächlich demnächst hier ein Regierungswechsel stattfinden wird. Ja, kommen wir doch zum größten Thema, was derzeit so besprochen wird in den Nachrichten, nämlich der Konflikt zwischen der Türkei und den USA auf der anderen Seite über diesen Pastor, wo ich schon die letzten Wochen darüber berichtet habe. Und die USA haben jetzt hier Strafzölle auf Aluminium und Stahl verhängt gegenüber der Türkei. Die Türkei möchte unter Erdogan jetzt eventuell einen Boykott gegen Elektronik aus den USA, wie zum Beispiel Apple etc. starten. Und das Ganze schadet der türkischen Wirtschaft doch sehr stark. Denn die türkische Wirtschaft, also die Türkei möchte ein Global Player sein, aber sie ist es von der Wirtschaftskraft de facto nicht. Und sich jetzt hier mit den USA anzulegen, ob sie im Recht sind oder nicht, sei absolut dahingestellt, ist eben eine schwierige Sache. Die Lira, die türkische Währung, hat sehr, sehr viel verloren an Wert. Und man muss auch dazu sagen, Erdogan hat sein Ein-Mann-System hier in der Türkei aufgebaut auf der Grundlage einer guten Wirtschaft.
Und viele haben es nicht geschafft, hier Erdogan abzusägen, aber es ist durchaus möglich, dass wenn die Wirtschaft in der Türkei tatsächlich ja praktisch zerstört wird und so weit in den Keller geht, dass das hier eventuell der Fall von Erdogan sein könnte. Das heißt, für die Türkei ist das jetzt ein sehr kritischer Moment und wir müssen weiter beobachten, wie Erdogan dann hier mit der Situation umgeht, ob das weiter eskaliert oder vielleicht sogar deeskalieren könnte. Das werden wir sehen und das werden die kommenden Wochen zeigen. Wir bleiben noch kurz bei den USA und nur so als kleiner Randfakt praktisch, die USA haben jetzt ein neues, Donald Trump hat ein neues Verteidigungsbudget für das nächste Jahr unterschrieben mit über 720 Milliarden US-Dollar. Für viele, die das jetzt nicht in den Kontext setzen können, Deutschlands Etat, also das, was der Bund in Deutschland jedes Jahr ausgibt, sind etwa 300 Milliarden Euro. Donald Trump gibt also allein für das Militär, für die Verteidigung des Landes über das Doppelte aus, was Deutschland im Jahr überhaupt zur Verfügung hat. Möchte hier unter anderem eine Space Force aufbauen, weil er den Weltraum jetzt hier auch als Kriegsgebiet interpretiert. Und das sind selbst für die USA eben ja Verhältnisse, die man bisher so noch nicht gekannt hat und im 21. Jahrhundert mehr oder weniger beispiellos sind. Und da steckt die USA halt gerade eben sehr, sehr viel Geld ins Militär. Bezüglich der guten Nachricht der Woche habe ich diese Woche sogar eigentlich zwei. Nämlich wir schauen, wenn wir auf Norwegen schauen, sehen wir ein Land, das derzeit 44% Elektrofahrzeuge hat. Hier hat Norwegen selber ist durch Öl ja eigentlich sehr, sehr reich geworden und hat eben sehr viel Geld jetzt hier reingesteckt in die Förderung von E-Mobilität, also in Bereitstellung von Tankstellen dafür, von Ladestationen, aber eben auch die Befreiung der Mehrwertsteuer und der Kfz-Steuer von Leuten, die eben ein Elektroauto haben, haben dazu geführt, dass sie mittlerweile fast 50% Elektrofahrzeuge auf den Straßen haben. Mittlerweile haben sie festgestellt, dass das Ganze ein bisschen zu schnell geht, dass es sehr, sehr, sehr viel kostet, aber trotzdem ist Norwegen hier das erste Land, was tatsächlich aus dieser Anfangsphase der Elektromobilität rausgekommen ist und in die Massenproduktion der Elektromobilität eingestiegen ist und damit als erstes Land eventuell der Welt es möglich sein könnte, dass nur noch Elektrofahrzeuge hier auf den Straßen fahren. Und die zweite gute Nachricht der Woche, die kommt von unserem Nachbarn, nämlich aus Frankreich, wo jetzt eine ganze Reihe an Gesetzen durchgekommen sind, wonach zum Beispiel nicht recycelbares Plastik ja viel, viel teurer gemacht werden soll, damit es vom Markt verdrängt werden soll, aber auch die Einführung eines Pfandsystems, was es ja in Frankreich zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland hier eben noch nicht gab, das soll alles kommen und dieser ganze Müllsektor soll reformiert werden auf eine gewisse mehr recycelbare Art und auf eine ja umweltverträglichere Art, weil in Frankreich ist doch ein relativ großes Müllproblem herrscht und das will man jetzt hier angehen und das finde ich ist definitiv mit der anderen Nachricht auch eine gute Nachricht der Woche wert. Ja, das war's dann letztlich eigentlich auch schon wieder. Entschuldigt, wenn es ein bisschen zu schnell war, wenn das Licht hier nicht stimmt, was Besseres als das Setting hatte ich leider nicht. Lasst gerne euer Feedback da, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Und wie gesagt, alles immer gerne in die Comments. Und ansonsten sehen wir uns dann ja beim nächsten Video wieder.